Hier drüben. Ist ja auch irgendwie so ein bisschen blöd, ne? Gefinished, die Tante. Dem ich auch nur in die Schulter geschossen habe. So, mit dem Orkshit gehört. Gucken, ob ich hier gerade. Ne, hier kann ich anscheinend keinen auf Camper machen. Ja, Drosselei, Gold. Kleiner Seelenstein, Zaubertrank. Oh, eine billige Robe. Ein Windsdolch. Na klar, und Sivina beschwört den Wichser erstmal wieder auf, ne? So, dass ich sie dann später nicht mehr sehe und dann einfach liegen lasse, ne? Das passiert doch eh wieder. Seelensteinfragment, Seelenstein, Ziegenfell. Seelensteinfragment, Seelensteinfragment. Was macht der Scheiß denn unterm Tisch? Tragödie in Schwarz! Was ist das denn? Ah, scheinbar nix. Dunkle Dunkelheit. Die dunkelste Dunkelheit, so bevor dann wieder Korrekturen kommen. Leer ins Schloss. Voila. Ich hätte eh die falsche Tür gekämpft, sehe ich gerade. Feine Kleidung für 40 Gold. What the fuck? Zauberspruch Heldenmut. Wir haben einen neuen. Boah, nee, Digga, das reicht mir jetzt. Das reicht mir. Boah, niemand schreit mich so an. Also, ich bin doch ein recht toleranter Mensch, behaupte ich jetzt mal. Aber irgendwo hört der Spaß auch bei mir auf. Niemand mache ich mit an. Niemand. Irgendwo habe ich dann auch noch ein bisschen Ehre. Ist da jemand? Wer ist? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Ja, solange Sivina sich da scheinbar gerade auf die Suche macht, nach ihrem Verehrer. Also mich ja nicht heiraten will, die blöde Kuh. Headshot! Gut enden für euch. Ich meinte Headshot! Oder ein Schuss ins Knie. Hat mich der Wichser gerade ernsthaft getötet? Scheiße! Und ich habe nirgends gespeichert. Okay, die ganze Höhle nochmal. Mit allen Ausraubaktionen und dergleichen. Gut, dann lernen wir daraus. Ich arbeite jetzt erstmal kurz Zeit weniger mit dem Bogen hier gegen die Dreckskerle, sondern metzel mich einfach durch. Auch übrigens Tagebücher. Oh, wow, das ist wunderschön. Die habe ich mir damals ja nicht markiert. Ich bin froh, dass ihr hier bei mir seid. Demnach, die werden wir nochmal lesen. Tut mir sehr leid. Ernsthaft, aber. Da habe ich leider einen Fehler gemacht damals und. Irgendetwas stimmt hier nicht. Seid vorsichtig. Ich glaube, wir bekommen Probleme. Woher seid ihr gekommen? Gefinished! Seht ihr, deswegen ziehe ich. Solche Aktion doch vor. Geschafft. Wer ist da? Das heißt, ihr müsst ja auch nochmal die ganze Aktion machen, von wegen. Büchern? Ich wollte Bücher klauen! Genug,
Mit euch kämpft es sich gut. Da unten steht Pa und da sagt sie, mit uns kämpft sich, ist ja auch schön. Und daher ist mir auch mal aufgefallen in Left 4 Dead, dass da der Untertitel auch manchmal was anderes sagt, als das, was eigentlich gesagt wird. Aber das passiert nur in den Aktionen, wo einem hochgeholfen wird. Oder wenn man im Funkspruch geredet, aber nicht in diesen gescripteten Events, sondern... Beim Funkspruch, da ist es ja nicht so ganz gescriptet, weil da kann man sich ja irgendwie noch ein bisschen aussuchen, wann man was sagt. Aber auch nur so ein bisschen. So, nachdem ich hier fertig bin mit Ausräumen... Ich mache hier auch erstmal wieder schnell speichern. Nur damit wir sicher gehen können. Ne, hier gibt es nichts mehr, nochmal. Echt, da kommt auf einmal durch die Tür gerannt. Da kommen gerade die zwei Kreuze einfach mal so durch die Tür gerannt. Woher seid ihr gekommen? Und denken auch noch, sie kommen damit durch. Ach, wie niedlich. Wie niedlich. Ja. Na, also, Moinsens und Hallösche, ich bin euer Feldo und wir willkommen uns alle wieder hier zurück und scheiße, ich habe gerade so den Faden verloren. Was war das? Woher seid ihr gekommen? So, Magier ist tot und ich habe Mais-Splitter im Schädel. Euch kämpft es nicht gut. Na, will ich auch gehofft haben. Ich bin auch ein guter Kämpfer. Dachte ich zumindest. Damit wir nicht hier wirklich jeden Scheiß wieder machen. Da erkennt man mal. Es gab mal einen Moment da in Skyrim. Ist es ja das Problem, dass ich wirklich zu selten speichere. Währenddessen ich den Prinz von Persien ja echt jeden Speicherpunkt nutze, den es ja gibt. Auch wenn ich den schon mehrmals genutzt habe und auch eigentlich gar keinen mehr brauche. Da erkennt man echt mal starke Unterschiede in den Spielen. Wie schnell man auch übermütig wird, nur weil man gerade irgendwie seine Waffe sieht und noch weiß, Alter, das reicht auf einmal ist man erschlagen und tot. Echt, da waren wir so urplötzlich, so komplett ohne Vorwarnung. Digga! Nicht anschleichen! Das mag ich nicht. Scheiße, ich hab mich gerade echt ein bisschen verjagt. Mein Tochter gerne so also vor mir auf. Ist da jemand? Jo, moinsens! Der Feld ist in the house! Ich hätte mir vielleicht in die Rüstung auch Schutz gegen Magie einpacken sollen. What the fuck, der verzaubert mich der Dicks einfach nochmal. Von Zivine herauf ach nee. Wir kämpfen doch mit toten Magiern, ne? Die beschwören einfach ihre alten Wichser wieder auf. Ist ja auch assi. Eigenen toten Kumpel wieder auf. Das klingt ja auch schon irgendwie so ein bisschen pervers, ne? Alter, der hat meinen Kollegen erschlagen. Was mache ich? Ich belebe den einfach direkt mal wieder. Damit der jetzt hier für mich mitkämpfen kann, als ob der noch. Gott, ne. Ohne mich. Boah. Ich glaube, da braucht man auch irgendwie so ein besonderes Enzym im Körper, was mir definitiv fehlt. Boah, ich könnte das nicht. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ich verstecke mich nicht. Ich sammle hier noch eben ein bisschen Bullshit auf von euch, Jungs. Vorhin ging ja hier auf. Die zwar voller Übermut drauf gehämmert auf die Taste und rausgefunden, bringt nichts.
Ja, tue ich gleich morgen. Nur einfach nicht jetzt, weil ich jetzt gerade beschäftigt bin mit Let's Play. Wo ich hier gerade auf den komischen Couch sehe oder hier ständig auch im Spiel umkippe, ist mir mal privat passiert, dass ich drüber nachgedacht habe, was wird eigentlich aus meinem Let's Play. Ja, ich denke direkt ans Let's Play, sorry, aber ich bin ein bisschen komisch. Aber ich hatte echt die Frage mal, was passiert eigentlich aus meinen Let's Plays oder mit dem Let's Player-Kanal, den ich ja momentan hier, die Gamergemeinde, wird ja von Drachen momentan richtig gut geführt. Ein Lob da ja auch an ihn. Echt, ich danke Drache mehrmals am Tag dafür, wenn ich könnte. Das Problem ist wirklich nur, ich vergesse das viel zu oft. Und, naja, ich habe auch immer wieder... Ich hatte auch mal die Frage wirklich an mich. Was passiert eigentlich aus meinen Let's Plays, wenn ich nicht mehr bin? Und naja. Ich weiß nicht, warum der Kerl mich vorhin erlegt hat. Und naja, da hatte ich auch die Frage, wie soll ich das euch auch mitteilen? Was fällt aus den offenen Let's Plays, die man ja auch eigentlich nicht mehr fortführen kann? Und naja, da ich auch vor kurzem irgendwie in der eigenen Umgebung mit dem Tod ein bisschen mehr konfrontiert wurde, als mir persönlich recht ist, ist die Frage bei mir einfach nochmal besonders stark aufgekommen und ich glaube, letzten Endes muss ich dann über hoffen, dass dann eine der anderen auf die Idee kommt, euch Bescheid zu geben. Einfach nur, weil sonst keine Idee bleibt, was man machen kann. Da lege ich dann echt in diesem Fall Vertrauen, echt viel Vertrauen in die restlichen Mitglieder der Gamer-Gemeinde, dass die euch dann Bescheid geben werden und dass die dann den Kanal selbst führen. Was aus meinem Gerümpel wird, naja, das bleibt in der Familie, ne? Aber so persönlich gesehen, keine Ahnung, was man aus dem ganzen Zeug jetzt machen soll. Ich habe ja auch noch so ein paar... Wenn ich jetzt morgen früh, sagen wir mal, über die Straße gehen vom Auto erfasst werde, ich habe diese Aufnahme jetzt hier, wo ich dieses Gespräch auch noch mit drin habe, als Rohschnitt auf der Platte. Kein Schwein weiß, wie ich render. Das heißt, man kann nicht mal mehr das hier online schalten, so als Abschiedsgeschenk, weil man einfach keine Ahnung hat, wie ich render. Letzten Endes, man müsste ausprobieren, man wird es auch hinbekommen, aber so eine Art Abschiedsgeschenk von mir an euch wird es dann einfach nicht geben. Nur falls habe, bereite ich ein Video vor, drückt das da in die Hand, meine dann auch, ey Digga, wenn ich vor dir verrecke, lad das Video hoch, damit alle Bescheid wissen. Aber ich glaube, das ist dann doch ein bisschen zu schwarzmalerisch. Jetzt verarscht ihr mich aber. Ich hätte von Anfang an die Scheiße hier hochlaufen können und dann da reingehen können. Passt gerade überhaupt nicht zum Thema, aber what the fuck? Also aber echt, wenn ich morgen... Ich glaube aber, wenn ich das wirklich so machen würde, wäre das zu schwarzmalerisch. Und damit wollen wir das Thema vergessen, weil sonst kommt im letzten Mal überhaupt nicht mehr vor. Aber what the fuck? Ey, Spieldesigner, geilste Scheiß forever. Man geht natürlich wie gewohnt den Weg lang, der offensichtlich, und guckt sie nicht. Oh mein Gott. Ey, ich hätte von Anfang an da lang gehen können. Ja, fickt euch doch alle ins Knie. Ey. Wir brauchen mehr Seelen für den Stern. Der letzte Stern muss vorher abgeerntet werden. Wer habt ihr nicht auf?
Mehr brauche ich nicht. Ihr bist tot. Vorsicht! Flammen! Es sei denn, ihr wollt etwas in Brand setzen. Wir scheinen wirklich nah beim Stern zu sein, weil... Befreit mich! Wovon? Wieder ein Buch. Ja, sorry, du musst jetzt hier eben abwarten. Also, noch mal kurz zum Abschluss des Themas von gerade eben. Hoffen wir einfach mal, dass es nicht passiert. Und alle sind glücklich. Nicht wahr? Ach gut, dann haben wir es. Gut, und hier haben wir eine Bergmannskleidung. Wohin führt uns die Holztür? Ein Blick auf die Karte wird uns weiterhelfen. In eine Abstellkammer. Gut, die prüfen wir ja auch noch eben. Dann kriegen wir auch noch mal ein paar Heiltränke, ein bisschen Magika. Unmengen an Büchern, dass unsere Traglast gewaltig erhöhen wird. Da gibt sogar schon das Buch rum. Schalali, schalala, schalalo, lalilala. Und rüber sprinten. Woher seid ihr gekommen? Atombeschwörermeister, wie fühlt sich das an, durch den Raum geschmissen zu werden? Nicht gut, ne? Fucking, er hat kriegsartig gehalten. Dafür wird er gefinished. Ich bin wieder tief gefroren. Warum frieren die mich immer alle ein? Warum ist die erste Reaktion immer darauf, dass wenn man mich sieht? Klappe! Also jetzt wird es langsam wirklich ein bisschen nervig. Adeptentruhe, Todesskelett. Auch nichts drin und wirkt auch nicht gerade so, als ob da was drin ist. Wirkt leer, wirkt leer. Und mehr Gefängnisse gibt es hier nicht. Aber das Skelett hat noch ein paar Nordpfeile für uns. Die Pfeile, die wir ja draußen in der freien Wildbahn nutzen. Bevor ich zu dem Kerl da renne, mache ich ihn schnell speichern. Und kriegen wir den noch einmal hin? Und schön doppelter Schaden mit Brandschaden. Wer ist da? Solange wir es machen können, ist ja alles super. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Und jetzt, wo er uns sieht, wegschreien, damit er nicht aufstehen kann. Und wir ihn einfach eiskalt jetzt erschlagen können. Und ich habe gerade gesehen, ich habe vor allem wieder Skype vergessen. Und das tut mir unglaublich leid. Ah, jetzt weiß ich auch, wer online gekommen ist. Moritz Online, die loggt sich immer bei Steam und Skype ein. So wie ich immer, wenn ich einen Rechner starte. Daher... Ne, ist... ich jetzt so sagen... ich glaube, ich darf das nicht sagen, deswegen sage ich es auch nicht. Gut. Wenn ich sagen darf, dann die betreffende Person weiß Bescheid, gibt Bescheid, dann... Ne? Die wissen auch... Allein durch diese geilste Wortwahl forever, worauf ich hinaus will, hoffe ich. Wenn nein, dann werden die mich eh anschreiben und anfragen. Also... Ihr werdet es vielleicht erfahren, wenn ihr es erfahren dürft. Ihr werdet es nicht erfahren, wenn ihr es nicht erfahren dürft. Also. Macht euch jetzt bloß keinen Kopf, irgendwelche wichtigen Informationen nicht bekommen zu haben. Versprochen? Danke.
Gut, schnell speichern und weiter die Treppe nach oben. Oh, hier liegt ein Aschehaufen. Okay, okeli dokeli. Ist dir mal aufgefallen, dass sich übrigens Skype immer schneller einloggt als Steam? Zumindest wenn man beides gleichzeitig startet. Ich starte immer Steam vor Skype. Allerdings ist Skype trotzdem letztendlich schneller fertig. Oder wenn ich einen Rechner starte, bin ich überladen. Ja, ich bin überladen. Gut, ich werfe eben einen Blick in meine... Oh mein Gott, ich bin sogar sehr stark überladen. Da hilft jetzt auch, glaube ich, kein Aussortieren. Dann öffne ich einfach Himmelsrand, beschwöre gleich mein Pferdchen, porte mich nach Weißlauf, entlade mich da und beende dann da wirklich mal die Aufnahmesession. Eine halbe Stunde überzogen habe ich ja schon, in meinen Augen, für mich, privat. Jo, super. Scheiße. Ja. Wir kennen den Ort, ne? Da hinten sind wir eingestiegen. Jetzt sogar langsam schwimmt, das finde ich jetzt doch ein bisschen asi. Och, bitte lass mich hier Abak beschwören. Nein, nee, das ist Armbrust, das ist Abak. So, und damit ich jetzt, da ich jetzt offiziell auf dem Pferd sitze, sind Feinde da, scheiße. In der Nähe darf man ja nicht porten. Deswegen reite ich eben weg, um jetzt zu porten. Und zwar nach Weißlauf. Dann ist man ja mal innerhalb der Stadt und da kann ich dann eben schnell zum Haus mich entladen. Kennt man ja die ganze Geschichte. Ja. Lustig ist ja, dass Mori sich jetzt einmeldet. Und das zu dieser Uhrzeit. Das kenne ich von ihr gar nicht. Ah, kann sein, dass sie geweckt wurde. Verdammt. Na, frage ich vielleicht gleich mal nach. Och, jetzt haben wir Regen. Den Regen, die mir liebste Tageszeit, kommt jetzt. Ihr braucht etwas? Guten Tag. Ich habe mir übrigens, ich gebe jetzt offiziell zu, im Internet nach einem Regensound gesucht. Echt, ich habe einen Sound vom Regen. Und ich habe es echt mir diesen Sound mal 3 Stunden durchgehend angehört. Und ich glaube, und den Skyrim-Sound, den finde ich auch so abgefahren. Also hier den Hintergrund-Sound bei Regen. Habe ich mir auch mal angetan. Das Ding ist 1 Stunde lang und ich liebe den Track. Es gibt wenig Tracks, bei denen ich von Anfang an mit Freude und Spaß und Herz und der schöngleichen dabei bin. Aber da, ohne Zweifel. Okay, Drachenknochen habe ich nicht. Also es gibt echt Sounds, die machen auch einfach nur beim Hören unglaublich viel Spaß und kann ich jedem echt nur ans Herz legen. Hätte mich auch gewundert, wenn ich damit nicht mehr zu viel tragen würde. Ich trage meinen Ring, meine Maske, meine Kette, meine Brust. Man steht wie auch cool, ich hab noch alles an. Ich dachte, jetzt hätte wieder was abgelegt von dem, was ich antrage. Na, Zaubertränke haben wir ja auch ein paar gefunden. Dann Tränken haben wir jetzt hier 10, das war ja vorher 9. Die 9 hier sind geblieben. Jetzt haben wir aus 29 31 gemacht und wir haben aus 9 11 gemacht. Und ich meinte auch noch, scheiße, wir bräuchten bald neu. Ich bin
bin so blöd manchmal. Echt? Und damit haben wir es hingekriegt. Wir sind nicht mehr überladen. Gut, aber sobald wir ein Buch aufnehmen, sind wir es wieder. Ich schwör's euch. Wie viel haben wir an Gewicht? What the fuck? Was ist denn so schwer an zu... Ach, die ganzen Zaubertränke. Und die ganzen fucking Bücher. Echt, die fucking Bücher. Dass diese fucking Bücher so ins Gewicht gehen. Ah ja, hier, diese Bücher wollten wir auch noch irgendwann mal. Sollten wir irgendwann mal lesen? Das Nordschwein. No, Nordschwein. Nordschwein. Ich habe gerade echt Nordschwein gelesen, oder? Altes Nordschwein. What the fuck? Alles Nordschwert ist ja klar, ist doch. Oh mein Gott. Ich brauche echt Schlaf. Ich laber ja nur noch Scheiße. Altes Nordschwert. Ich verlese mich beim Nordschwert und sag. Nordschwert wird Nordschwein. Ach, herrlich. Wir haben 20 Korundum-Barren. Hätte ich dann bestimmt vorhin vergessen wegzuräumen. Sollte auch irgendwann mal mich drum kümmert, diese verdammten Quests abzugeben, wo es dann heißt, hier sammel dies und sammel das. Oh, ich habe die Pelze schon wieder weggepackt. Ich brauche einen Ziegenpelz und einen Wolfspelz, also muss ich erst ab W aufhören. Wolfspelz, Ziegenfell. Aber ich weiß, habe ich noch ein, zwei Ringe. Ich bin schon so müde, ich glaube, ich... Ah, jetzt sage ich doch ein, zwei, also es war nur einer, aber egal. Echt, ich brauch Schlaf. Gott, Himmel, brauch ich Schlaf. Und die 20 Korundum-Barren, die ich scheinbar gerade vergessen habe. Waffen haben wir ja hier, das alte Nordschwert. Ebenerzstreitaxt. Drachen habe ich damals immer gerne mit Zweihandwaffen bekämpft und... Naja, wir haben eine Ebenerzrüstung und mal gucken, ob ich daraus noch gleich was machen kann. Am Schleifstein, dafür brauchen wir immer den Barren, aus dem das Zeug gemacht ist. Und ich habe die Seelensteine alle vergessen. Ich packe jetzt mal alle gefüllten zurück. Ich packe jetzt einfach mal alle Seelensteine wieder weg. Warum? Weil ich persönlich doch gar das Gefühl habe, dass wir mit den ganzen Teilen momentan, also dass ich mit den ganzen Teilen momentan nichts mache. Das sind zwar praktisch die Dinge, aber ne, also momentan, nee. Gut, und dann kriegen wir automatisch auch wieder ein bisschen Gewicht frei. Schriftrollen. Haben wir auch wieder zwei. Und wegen der Ebenerz-Streitachse, die ich ja noch dabei trage, mit Absicht. Ebenerz, Ebenerzbarren. Ich glaube, mit 5 sollten wir gut bedient sein. Um ihm nachzugucken, was wir daraus machen können. Wenn wir das daraus machen können und der Schaden sich in meinen Augen als sinnvoll erweist, dann versuche ich da auch den Ebenerzstreitaxt. Ach, vom 26 auf 31. Naja. 31 ist jetzt nicht wirklich so der wuchtige Hammer. Aber ist doch schon was Ordentliches. Wie viel bringt man einen Streitkolben?
Hier haben wir ihn doch. Ja, okay. War jetzt blöd, aber naja. Okay. Das Streitkorn bringt einfach mehr. Jetzt haben wir eine exquisite Ebenerz-Kriegsaxt. Muss man ja auch sagen, ist etwas Besonderes. Hat nicht jeder. Deswegen kommt die da jetzt auch so dran. Wir tragen wieder unseren Bogen. Ich beende den Part mal wieder im Haus. Irgendwie ist Briesenheim neuerdings... Also warum sage ich immer noch Part? Ich beende die Aufnahmesession, übergebe an den Zukunftsfeldo. Keine Ahnung, warum ich das schon wieder sage. Ist mir egal. Bye bye, euer Feldo. Haut's rein, macht's gut und bis denne. Bye bye. Na komm, Serena, setz dich. Oder geh weg. Also, auf Wiedersehen. Bye bye. Euer Feldo. Macht's gut.